Achtes Gebet der heiligen Birgitta, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christi trank, o Jesus, du Süßigkeit des Herzens und unaussprechliche Freude der dir ergebenen Seele. Durch die Bitterkeit des Essigs und der Galle, die du für mich verkostet hast, verleihe mir, dass ich in der Todesstunde zum Heile und Trost meiner Seele dich würdig empfangen möge. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau. Zum Heile der Menschen gekreuzigt. Nun im Himmel herrschend, erbarme dich unser. Amen. Amen.